Herzlich willkommen bei Flor de Sal, der Estrenk. Und ja, dass wir bei Flor de Sal auch immer mal gerne in fremde Töpfe schauen, das beweisen wir natürlich mit unseren ja, sehr speziellen Salzmischungen. Und jetzt Flor de Sal, Sri Lanka, ein bisschen Curry, ein bisschen Boxhornklee, ein bisschen Kurkuma. Spannende Salzmischung. Und deshalb gibt es jetzt ein Butter Chicken mit meinem speziellen Pilaf-Reis-Rezept. Los geht's. Für unseren Reis brauchen wir ein Öl. Hitzen den Topf, einen schönen Langkornreis, dazu unsere Schalotten und schwitzen erstmal beides an. Für die Marinade geben wir zunächst den Joghurt in eine Schüssel, Kurkuma, Curry schon mal dazu. Den Reis rühre ich immer mal wieder zwischendurch um, der darf ruhig so ganz leichte Röstaromen bekommen, das macht Spaß. Limettensaft dazu. So, ein bisschen Kreuzkümmel. Und dann legen wir unser Hühnchen da schön rein und lassen das marinieren. Gerne so für ca. 35 Minuten marinieren und ziehen lassen. Und dann können wir es weiter verarbeiten. Und der Trick an dieser Reisrezeptur ist, dass wir einen Teil Reis haben und die anderthalbfache Menge an Brühe bzw. Wasser, die ich jetzt hier hinaufgebe. Deckel drauf. Den Reis geben wir jetzt bei 180 Grad für 17 Minuten in den Ofen. Für unser Butter Chicken brauchen wir Butter. Die wird leicht schaumig angebraten. Schalotten dazugeben. Bis die Pfanne heiß geworden ist, werfen wir mal einen Blick in den Ofen und schauen uns den Reis an. Perfekt. Die Butter schön auslassen. Direkt ein bisschen Ingwer dazu, ein wenig Knoblauch. Und dann geben wir auch schon unser Hühnchen mit rein, mit der Marinade. So, das Hühnchen drehe ich einmal. So ganz leichte Röstaromen entstehen, ist das okay, aber nicht zu stark. Und jetzt kommt schon der schönste Moment. Wir haben noch nicht gewürzt. Aber genau das machen wir jetzt eben mit unserer Flor de Sal Sri Lanka Gewürzmischung. Und wir bekommen eine sogenannte Genre-Echtheit. Einfach immer mit diesen Gewürzmischungen. Ja. Der Joghurt hat sich getrennt, die Butter ist deutlich zu sehen. Und jetzt ist der Moment, wo wir Dosentomaten hinzufügen, ein bisschen mit Brühe auffüllen und dann das Hühnchen schön vor sich hin schmoren. Machen wir mal einen Teller, mal anrichten.